Ja, also hier war mein Mann 25 Jahre lang jeden Samstag, meist gegen 7 Uhr schon, wenn wir da waren. Weil dann konnte er noch was entdecken, ehe das meiste oder das größte Publikum kam. Und wenn ich mir überlege, er hat 12.000 Bücher gesammelt, hat er am Flohmarkt so im Schnitt 6 bis 7 Bücher jeden Samstag mitgebracht. Daran kann ich mich auch erinnern, weil das war das, was in deine Tasche passte. Und dass er 2 Tüten mitbrachte, war selten. Ja, der Zeitpunkt ist, ja, wann das Sammeln begann, ist etwas schwierig zu sagen, weil als unser Sohn geboren wurde, 1976, ergab sich ja das Sammeln von Kinderbüchern von ganz allein. Und wo beginnt eigentlich dann der Übergang, wo etwas gesammelt wird über den alltäglichen Gebrauch hinaus? Also ich kann mich gut erinnern, dass wir manchmal neue Bücher uns auch vielleicht nicht leisten konnten. Und mein Mann fand oft ja, gebrauchte Exemplare. Das war aber relativ unauffällig und ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Was das Sammeln vielleicht erklären könnte, über also diese Situation mit einem Kind hinaus. Wir haben beide sehr intensiv Benjamin, die Schriften von Walter Benjamin gelesen. Und mein Mann hat das offensichtlich angesteckt. Und er hat sich auf die Spuren manchen alten Kinderbuchs begeben. Und man muss wissen, Benjamin war selber Kinderbuchsammler. Und es ist auffällig, wie viele Bücher in der Sammlung auftauchen, die auch von Walter Benjamin erwähnt worden sind oder in seiner Sammlung waren. Wie Tom Seidmann Freud zum Beispiel. Oder ein wichtiger Illustrator des 20. Jahrhunderts, Hosemann, also der ganz viel Bücher illustriert hat. Und so kam ein Hosemann-Buch nach dem anderen hier in die Sammlung. Mein Mann war fasziniert von der Geschichte der Illustrationen und wie sich das verändert hat. Und das hatte eine sehr ästhetische Seite oder ästhetisch bestimmte Seite. Und deswegen sind in der gesamten Sammlung eigentlich die Illustrationen auch sehr stark im Vordergrund. Gerade so alte Bücher aus dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert, noch handkoloriert, da war er total begeistert, sowas gefunden zu haben, weil das natürlich nicht reproduzierbar war. Er ist ja Jahrgang 28 gewesen, ist in der Nazi-Zeit aufgewachsen, hatte in dieser Zeit auch nur eine bestimmte Auswahl von Kinderbüchern. Das heißt, viele Kinderbücher von den verbotenen Autoren, Autorinnen und Künstlern waren ihm gar nicht zugänglich. Und da er aus einem Elternhaus kam, wo diese Bücher auch nicht vorhanden waren, hat er ein ganzes Spektrum von Literatur gar nicht wahrnehmen können. Und das ist, glaube ich, das sehr starke politische Motiv, was dann auch dazu geführt hat, einen großen Schwerpunkt der Sammlung auf die Literatur nach 1933 zu setzen. Und wenn man dann eines der übelsten Bücher sich anschaut, wo ich mir sicher bin, dass er den Giftpilz nicht kannte, also dieses übelste aller übelsten Machwerke aus dieser Zeit, ist ihm als Kind oder Jugendlicher nicht unter die Hand gekommen. Obwohl das eine Auflage hatte, hier dieses Exemplar von schon 60.000 und es sind noch weit höhere Auflagen gedruckt worden. Aber es hat ihn sehr beschäftigt, als er das Buch dann entdeckt hat. Also was wirklich dann an übelstem Antisemitismus möglich war. Und man muss sehen, er hat diese Bücher auch und auch gerade den Giftpilz, deswegen weiß ich, dass er sich sehr damit beschäftigt hat. In Universitätsseminaren hat er ja Seminare gemacht, zum Beispiel zum Thema Antisemitismus im Kinder- und Jugendbuch und hat dann auch diese Originale mit ins Seminar genommen. Also hat mit den Studierenden daran gearbeitet, wie kann man aus bestimmten Texten das entschlüsseln, was sind die Methoden, die im Grunde ja, angewandt werden, um den Antisemitismus im Grunde ja akzeptabel zu machen sozusagen. Ich glaube, ein Stück
ein wissenschaftliches Interesse, was er natürlich als Jurist, als Verfassungsrechtler auch mit dem historischen Blick hatte, dass er weiß, wie Kinder beeinflusst werden können und ideologisch verbogen werden können, wie sie missbraucht werden können für ein Ziel, was Erwachsene verfolgen, und dass er das am eigenen Leibe erlebt hat. Er hat am eigenen Leibe erlebt, wie er infiltriert war von der Nazi-Propaganda als Kind. Wenn er auf eine Epoche guckt, wie zum Beispiel die 20er, frühen 30er Jahre, er guckte auf das Ungleichzeitige. Also man kann nicht sagen, dass in dieser Zeit nur eine bestimmte Art von Kinder- und Jugendbüchern entstand, sondern verschiedene konkurrierende Ansätze nebeneinander. Und das ist das Spannungsverhältnis, was ihn interessierte. Und das ist auch im Kaiserreich gewesen. Und früher, es gab nie nur eine dominante Tendenz. Es gab immer auch Ungleichzeitiges. Und das machte ihn natürlich manchmal unglücklich, dass je mehr er wusste, desto mehr wusste er über seine Lücken. Verstehen Sie? Und desto mehr suchte er dann auch gezielt. Es entstand ein Netz von Korrespondenzen. Welche Bücher sich mit welchen Büchern berührten zum Beispiel oder im Kontrast zueinander standen. Und so wie er so etwas wusste, musste er das dann auch haben. Also er stellte die Bücher dann so, als würden sie miteinander reden können. Der Affe Oswald von Egon Mathiesen ist ja in Dänemark erschienen, 47, und einige Jahre später in Deutschland, das heißt im damals sowjetisch besetzten Zone, ist ein Buch, was ja eigentlich die Aussage vermittelt, es ist möglich, Nein zu sagen gegen jede Form von Diktatur. Und es ist ein Akt der Befreiung. Und insofern korrespondieren diese beiden Bücher ein bisschen miteinander. Man kann auch Nein zum Antisemitismus sagen. Man kann Nein gegenüber jeglicher Unterdrückung sagen. Das ist das, was für ihn eigentlich ja die Botschaft ist aus dieser Zeit, die er selbst erlebt hat. Nein zu sagen und aufmerksam zu sein und ein politisch bewusster Mensch in der Wissenschaft als auch im politischen Geschehen und darauf zu schauen, was an Fehlentwicklungen möglicherweise da ist und dagegen zu kämpfen. In Hannover gab es mehrere Antiquariate, also die Silbergäule erinnere ich gut und Internationalismusbuchladen und Antiquariat Timme, die kannte mein Mann einfach schon sehr lange und da hatte er ein gutes Verhältnis zu und die haben auch jeweils ihm geholfen bei der Suche nach bestimmten Titeln, weil natürlich die Antiquariate untereinander auch vernetzt waren. Und es war nicht weit, es lag auf dem Weg und er war immer einmal in der Woche sowieso unterwegs und dann drehte er immer die Kurve einmal am Antiquariat vorbei. Ja, ein bisschen Zeit ist ja vergangen, aber wir erkennen uns wieder sofort. Ja. Ja, wenn ich an Jürgen Seifert zurückdenke, erinnere ich mich in erster Linie, dass er bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad vorgefahren kam und bei mir war dann nach der ersten Zeit klar, dass er nach Kinderbüchern suchte, um seine Sammlung zu erweitern. In erster Linie war er interessiert an sozialen, politischen und pädagogischen Hintergründen, die das Kinderbuch zum Ausdruck bringt, und nicht an der Erhaltung, also an dem bibliophilen Wert des Buches. Obwohl er natürlich ein besonders schön gestaltetes Buch auch zu schätzen wusste. Wenn er etwas Wichtiges entdeckt hat, dann wollte er mir das zeigen. Und dann haben wir darüber geredet. Und dann war er stolz. Dann war er einfach glücklich und stolz, dass er etwas gefunden hat, wonach er vielleicht schon lange gesucht hat. Oder was er besonders günstig erworben hat. Und darüber haben wir dann geredet. Ja, manchmal wie so ein kleiner Lausbub vielleicht. Also das war so zum Beispiel samstags. Ging er um 7 aus dem Haus, weil er früh auf dem Flohmarkt sein wollte. Und dann kam er immer mit einer Tasche, die wirklich schon sehr löchrig geworden war im Laufe der Zeit, wieder. Und er konnte immer nur so viel transportieren, wie aufs Fahrrad passte.
Ja, oder auch wenn wir auf Reisen waren, er wusste immer schon, wo er suchen konnte. Also jedes Antiquariat war im Grunde vor ihm nicht sicher. Dann hieß es, ich bin dann mal weg. Und das war ja nicht das Problem. Wir machten immer dann auch mal unsere eigenen Sachen. Und dann zog er durch die Stadt oder in die Antiquariate und guckte, was es zu finden gab. Oder ich wartete. Es war einfach, egal wo er war, ein Antiquariat war immer irgendwo im Blick. Oder ein Trödelladen. Und das gehörte dann auch zu den Urlaubsvergnügungen, dass er dann fündig wurde und etwas entdeckte und ganz glücklich war und dann im Urlaub auch dann abends lesen konnte. Weil er ja auch die Klassiker sammelte, hatte er ja einen besonderen Spaß an Gullivers Reisen und hat da ganz viele Versionen gesammelt, weil es ja unterschiedliche Ausgaben für die Jugend gab. Und ich habe dann manchmal im Spaß noch gesagt, du, für jeden Stapel, den du mitbringst, müsstest du doch hier einen aussortieren. Das geht doch nicht so weiter. Aber da war natürlich überhaupt nicht drüber zu reden. Ich war auch naiv in dem Punkt. Aber wenn er mit Schätzen nach Hause kam, dann hatte er hier seinen Sessel. Und dann war an der Seite so ein Glastisch und darauf war ein Pult. Oder dieses hier auch. Und die besonderen Sachen, auf die er besonders stolz war, die standen dann im Grunde tagelang so. Und er guckte sich das an und war immer wieder damit beschäftigt. Er verschwand einfach, er war da nicht ansprechbar und versank in seinem Ohrensessel mit den Büchern und die wissenschaftliche Literatur nebenbei und mit dem Bleistift in der Hand. Begann er sofort zu recherchieren, was man über dieses Buch erfahren konnte. Und war dann sehr begierig, erstmal nachzulesen, was darüber schon geschrieben worden ist und war dann dabei, dann das Buch selber natürlich gründlich anzuschauen. Und dann durfte man, sollte man ihn möglichst auch nicht so besonders stören, das war auch nicht nötig. Sie müssen sich vorstellen, diese Regale, die jetzt abgesägt da stehen, die gingen bis oben unter die Stuckkante. Und das brauchte natürlich dann eine Leiter, das ist so dieses Bibliothekssystem hat eine Leiter, so eine Anlegeleiter gehabt. Und das ging bis oben hin, von dem Fenster hier ganz über Eck und dann hier weiter. Er hat nur sehr vertrauten Freunden etwas gezeigt und erzählt davon. Weil er so das Gefühl hatte, viele verstehen gar nicht, warum er das macht. Oder er könnte das nicht so vermitteln, weil er ist ja nie mit dem Anspruch aufgetreten, dass er wissenschaftlich etwas mit der Sammlung machen will. Er will ja kein Kinderbuchforscher werden. Er ist ja Politikwissenschaftler gewesen, Jurist. Und er war biografisch durch die NS-Zeit geprägt. All diese Aspekte, die einen bestimmten Blick auf Kinderbücher bewirkten, waren verbunden noch mit einem Motiv, was ich vielleicht so bezeichnen möchte. Das, was ihm in der NS-Zeit entgangen ist, also der zwecklose Blick auf Bücher, nicht bestimmt durch einen bestimmten Anspruch oder eine Propaganda oder eine Beeinflussung in einer bestimmten Richtung, sondern das zwecklose, die zwecklose Art zu lesen, Zeit zu vertrödeln, Fantasie zu haben, zu träumen, all das war ihm ja kaum möglich. Und das hat er ein Stück nachgeholt. Also mit manchen Büchern war er dann einfach so verbunden, weil sie ihm eine andere Welt zeigten, die ihm als Kind nicht so bekannt war. Und das machte ihm großen Spaß. Und die hat er auch gern vorgelesen. War begeistert, wenn er vorlesen konnte, meinem Sohn. Und ja, die hatten dann so ihre eigene Welt durch diese Bücher. Und ich habe es geschrieben in dem Text, die Möglichkeit, sich auch noch mal verzaubern zu lassen. Er hatte, ja, was ja manchmal der Fall ist, ein Stück Kindheit oder Jugendlichkeit sich sehr bewahrt und konnte sich dann auch freuen, wie Kinder sich freuen, über einen Schatz sozusagen.